zusammen. Ich bin's wieder, Nicole von Stamp Up Your Life. Ja, am Wochenende war bei mir endlich mal wieder Bastelworkshop und wir haben uns so ein bisschen herbstlich ausgetobt, nenne ich es mal. Wir haben ganz viel mit dem tollen Set Herbstblätter gebastelt. Ihr habt es bestimmt schon im Internet gesehen. Ich zeige es euch mal. Das ist das hier. Das kommt mit ganz tollen Stanzformen daher und unter anderem auch so kleine. Und dabei ist diese Karte entstanden. Wir haben so ein bisschen mit Aquarelltechnik gemalt. Das ist ganz einfach und schnell gemacht. Ich dachte, ich zeige euch einfach mal, wie ihr so eine Karte basteln könnt. Der Spruch hier steht jetzt, der ist eigentlich falsch da drauf. Das soll ein schöner Geburtstag hin. Weil ich dachte, die Karte wäre super zum Beispiel für einen runden Geburtstag. 60, 70, 80, was auch immer. Einfach noch eine schöne Zahl oben rein. Und dann den richtigen Gruß, weil ich werde mich dann heute für einen tollen Geburtstag entscheiden. Das ist ebenfalls ein neues Set. Das findet ihr im Herbst-Winter-Katalog. Grüße fürs ganze Jahr. Und es ist auch wirklich für jeden Anlass was drin, sogar für die Ostertage. Genau. Und wie ich die Karte gemacht habe, das will ich euch heute zeigen. Machen wir das mal alles weg hier. Und zwar fangen wir so ein bisschen mit dem Aquarell-Part an. Dafür habe ich das Aquarellpapier von Stampin' Up genommen, Flüt 100. Ich hatte auch immer diese günstigeren Varianten daheim gehabt. Und dann passiert es ganz oft, dass ich das so wälze. Und das hat mich immer tierisch genervt. Ich dachte, komm, jetzt gibst du einfach mal das Geld aus und kaufst dir das Papier von Stampin' Up. Und siehe da, es war die richtige Entscheidung. Nicht, weil ich was verkaufen will, aber es ist wirklich eine Kaufempfehlung, weil es besser ist. Es wälzt sich nicht, wenn das Papier nass ist. Ich zeige es euch gleich. Ich habe das schon vorbereitet. Genau, und dann sucht ihr euch einfach jetzt mal Farben aus, die ihr jetzt irgendwie mit Herbst oder sowas verbindet. Hier auf meiner Karte hatte ich mich so ein bisschen auf das Papier im Hintergrund versteift und einfach nur hier in Pfauengrün, was ich auch richtig schön finde. Aber jetzt würde ich das Ganze gern herbstlich gestalten und deswegen habe ich mich für die Farben Kupferbraun, Malve, Wilder Weizen, Waldmoos und Kieselgrau entschieden. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Also ihr braucht das Aquarellpapier, einen Aquapainter oder eben einen normalen Pinsel und ein bisschen Wasser. Und ich habe immer hier am Platz liegen so einen Kleenex, dass ich meinen Pinsel zwischendrin sauber machen kann. Und bevor ihr loslegt, macht ihr euch, ihr seht jetzt, hier ist noch ein bisschen Kupferbraun drin von eben, das macht aber nichts. Am besten macht ihr euch zuerst mal den Bereich, auf dem ihr malen wollt, jetzt so ein bisschen nass. Und ich habe mit Malve angefangen. Ich drücke mir das hier immer die Farbe in den Deckel, wenn ihr das nicht wollt. Nehmt euch einfach ein Stempelklötzchen, drückt das in die Farbe und dann könnt ihr das Klötzchen danach wieder sauber machen. Und dann nehmt ihr euch einfach so ein bisschen Farbe auf und fangt einfach mal an und macht hier mal so ein bisschen Farbe drauf oder auch mal so kräftigere Punkte. So ein bisschen. Da ich jetzt weiß, dass mir hier das reicht, mache ich auch nicht mehr. Dann mache ich mir meinen Pinsel sauber. Dann mache ich weiter mit Weizengelb. Was ihr natürlich nie machen solltet, ist in dem Aquapainter in euer Stempelkissen gehen. Denn dann verfärbt sich alles, oder dass die Farbe im Stempel wird verflüssigt. Und hat dann auch nicht mehr denselben Farbton, den wir so erwarten. Das wäre natürlich blöd. Ja, und dann gehe ich mit der zweiten Farbe hier so hin. Nehme auch dann ab und zu mal so ein bisschen Farbe mit in den oberen Bereich. Das verwischt sich dann so schön. Und so arbeite ich jetzt meine Farben ab. Wo ist denn jetzt Moosgrün? Obwohl, ich nehme sie erst noch Kupfer.
ja auch eine ganz tolle Farbe für den Herbst. Und gerade so, also Weizen und Kupfer zusammen, sieht echt toll aus. Also da müsst ihr jetzt gar nicht ordentlich arbeiten. Die Natur macht auch nicht gerade Linien. Und dann noch ein bisschen Grün für den Randbereich. Da muss ich noch mal nachdrücken. Und dann auch hier so ein bisschen verziehen oder auch mal in den oberen Bereich einpunkten. Und dann habe ich noch so ein klein bisschen mit Ziegelgrau, Kieselgrau, einfach nur so mini bisschen am Rand entlang, wo das auch schon so ein bisschen dunkler ist, dass das Blatt, wie ihr seht, gerade hier beim Oliv, das vermischt sich dann so und gibt so einen komischen Grünton, so ein bisschen schmutzigen Grünton. So. Und dann lasst ihr das Ganze richtig gut trocknen. Ihr könnt es natürlich jetzt auch föhnen, aber man muss sich ja auch keinen Stress machen. Und das Ganze habe ich jetzt schon vorbereitet. Ich lege das mal weg, dass ich jetzt da nicht reinlange. Und ja, dann sah das bei mir so aus. Also das ist das Stück, das habe ich mit denselben Farben gemacht. Also ihr seht, die Farben verändern sich so ein bisschen. Und dann nehmt ihr euch eure Stanzformen und legt die so auf, wie ihr gern die Farben haben wollt. Und dann jagt ihr das Ganze einmal durch die Big Shot. Ich nehme jetzt hier mal gerade die kleine her. Die steht noch hier auf dem Tisch. So, Achtung, es wackelt. Mein Tisch hier ist nicht so stabil. So. Die bleiben hier immer drin hängen. Dieses Mal. Und vielleicht liegt das an der Dicke des Papiers. Und ihr seht, was das für einen tollen Farbeffekt gibt. Es ist auch wirklich so, dass dann jedes Blatt anders aussieht. Und wir haben hier so ein schönes Herbstbouquet. Das räumen wir gleich weg. So. Und jetzt müsst ihr euch im Prinzip nur noch für ein Papier entscheiden, das ihr dazu kombinieren wollt. Wir haben uns dann hier aus dem Papier besonderes Designerpapier herrlich, herbstlich, um Gott, schweres Wort, entschieden. Das hat immer tolle Motivvorderseiten. Also hier so Kürbisse. Das ist hier so ein Stoffmotiv oder hier Wald, Bücherregale oder einfach nur so Herbstmotive. Und da entscheidet ihr euch jetzt für ein Designerpapier. Welches nehme ich denn? Das ist ja immer das Schwierigste, ne? Malve. Das Grün wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme mal das Grüne. So, also Designpapier habe ich mich entschieden. Die Grundkarte habe ich auch hier. Also ihr braucht eine Grundkarte, die ist 10,5 mal 29 gefalzt bei 14,5.
und den passenden Aufleger. Der hier hat bei mir in Maßen 10x14 und den müssen wir vorab noch prägen. Das ist ebenfalls ein neuer Prägefolder, der kommt ebenfalls aus der Serie Herbstlaub. Den mag ich richtig gern, weil der so zeitlos ist. Und zwar habe ich mir das dann einfach eingelegt. Ich habe jetzt nicht groß gemessen. Ich wollte nur ungefähr die Hälfte, dass ich später das Papier besser kleben kann. Und ziehe das jetzt einfach so durch die Big Shot. Also wie gesagt, nicht groß messen, einfach Pi mal Daumen oder ungefähr die Hälfte. Und das mache ich mal gerade und bin gleich wieder da. So, und dann sieht das Ganze so aus. Entschuldigung. Und jetzt dadurch, dass ich es hier oben jetzt nicht geprägt habe, habe ich es gleich beim Aufkleben nicht so schwer. Und jetzt müsst ihr im Prinzip nur noch gucken, wie weit habe ich eigentlich jetzt geprägt. Also die Breite bleibt bei 10 und in der Höhe nehme ich jetzt hier 6,5. Bedeutet, ich schneide mir jetzt hier von meinem Designerpapier ein Stückchen in 10x6,5 raus. So, und das sollte dann da oben drauf passen und das tut es. Sehr gut. Dann klebe ich mir das jetzt einmal auf. So. Und dann habe ich mir einfach die Blätter mal hier angeordnet, wie es mir gefallen könnte. Und Ziel hierbei war, so ein bisschen den Übergang hier zu verdecken, vom, wo das Designerpapier auf das geprägte Papier trifft. Und die kleinen Blätter habe ich hier so ein bisschen zum Füllen genommen. So, zum Beispiel könnt ihr das dann aufkleben. Ich lege jetzt hier nochmal mein Muster nebenan. Und das habe ich alles mit Dimensionals aufgeklebt. Ich nehme da mal die kleinen. Ich habe da noch jede Menge Randsticker hier rumliegen. Ups. Nehmen wir den mal zuerst. Ich will so ein großes. Und versucht mir das dann wieder so ungefähr so hinzulegen, wie es eben war. Da wird vielleicht auch hier so ein kleines gut aussehen. So. Und dann mache ich hier noch die kleinen Blätter so ein bisschen mit dazu. Ups, das reicht gerade. Ja. So. Und schon ist der Kartenaufleger fertig. Den könnt ihr euch jetzt einfach auf eure Grundkarte aufkleben. Bei dem geprägten Stück müsst ihr ein bisschen mehr Kleber aufbringen. Und das hat ja schon viele Höhen und Tiefen jetzt, dass das auch gut hält. So, dann fehlt nur noch der Spruch. Und wie gesagt, ich mache jetzt wirklich eine Geburtstagskarte draus. Einen tollen Geburtstag. Und den stempel ich mir auf ein Stück Flüsterweiß. Oh, perfekt. Und dann nehme ich jetzt, glaube ich, auch Waldmoos. So,
zum Stempeln. Hat nicht so gut gestempelt. Ich mach noch mal. Ja, ich glaube, ich muss das Stempelkissen auffüllen, aber nicht so schlimm. Geht trotzdem. Und dann schneide ich mir das einfach so ein bisschen zurecht. Aber ich glaube, so gefällt es mir sogar schon. Und das klebe ich mir dann wieder mit Dimensionals auf. In den unteren Bereich, ihr könnt es auch nach oben, wie ihr mögt. Und dann dachte ich mir, habe ich ja auch noch diese schönen gesprenkelten Akzente. Und da sind die Farben auch so richtig schön herbstlich. Und ich glaube, da mache ich mir auch noch so zwei, drei Stück in Grün dazu. So. Und schon habt ihr eine ganz schnelle Karte und das Designerpapier kommt so richtig schön zur Geltung, finde ich. Ja, das war mal wieder meine Idee für heute. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen machen und ich würde mich natürlich tierisch darüber freuen, wenn ich für euch eine Bestellung aufgeben würde. So unterstützt ihr mich. Ja, genau. Jetzt sage ich vielen Dank und freue mich wie immer über einen Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.